1 Live. Domian. Das 1 Live Talkradio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 50 50. Ihr Lieben, ich grüße euch. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben heute, wie immer, donnerstags eine freie Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft ganz einfach an. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt unter domian@wdr.de. Wie heißt der erste Anruf heute Nacht oder die erste Anruferin? Sie heißt Geraldine. Das klingt gut. Geraldine 23. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Geraldine. Hi. Ja, ich hatte gestern schon versucht, bei dir durchzukommen, aber leider hat es nicht geklappt. Ah, gestern hatten wir so das Thema, ich bin ein schlechter Mensch. Ja, der bin ich, durch und durch. Bist du durch und durch? Ja, also ich bin halt Prostituierte und ich zock halt die Männer ab. Was? Also, dass du Prostituierte bist, macht dich noch nicht zum schlechten Menschen? Nein, das nicht, aber ich zock sie ab. Ach, du zockst die Männer ab? Ja, und das noch ohne schlechtes Gewissen. Wie zockst du die Männer ab? Ich beklaue die. Du beklaust die? Ja. Wie du, also im klassischen Sinne ziehst du denen irgendwas aus den Hosentaschen raus, oder was? Ja, so ungefähr. Oder halt mit der Kollegin abgesprochen, dann, dass einer mit dem unter die Dusche geht, wenn es um mehr geht. Und dann ist es halt weg, das Geld. Also es, du klaust immer Geld? Ja, nicht immer. Also nein, aber wenn du klaust, klaust du Geld. Du klaust nicht eine Armbanduhr oder weiß ich nein. was. Nein. Es geht immer um Geld. Das heißt, du lässt dich bezahlen von den Männern, das, was dir zusteht. Ja, und du beklaust sie auch noch. Das kommt drauf an. Also wenn das jetzt so ein älterer Mann ist oder halt der super nett ist, dann kann ich es nicht. Ne? Mhm. Aber wenn ich dann halt jemanden habe, so der sich auch noch wie ein Schwein benimmt, dann geht das nicht anders. Weil ich weiß genau, wie es ist, wenn Geld weg ist und man ärgert sich halt darüber. Und wenn ich dann anfange, halt dem Sachen zu sagen, so den zu beschimpfen, also dann gibt es nur noch mehr Ärger halt. Und das tut ihm dann auch in dem Moment nicht weh, weil ich bin ja für den nur ein Stück Fleisch, was er gekauft hat. Ne? Mhm. Und ich weiß, dass es wehtut, wenn ich ihm das Geld klaue. Ja. Wie oft machst du das? Wie oft kommt das vor? Ja, bei jeder Gelegenheit. Also wenn jemand halt nicht so ist, wie ich mir den vorstelle, oder halt einer mich behandelt wie ein Tier, weil ich meine, das bin ich nicht, nur weil ich halt den Job mache, wenn es das nicht geben würde, will ich nicht wissen, wie viele Frauen vergewaltigt werden würden. Ne? So, also, und du hast gar kein schlechtes Gewissen. Du findest das okay, das zu machen? Bei den Menschen, ja. Warum? Weil die rücksichtslos sind. Ist das denn das richtige Mittel, so darauf zu reagieren, indem man selbst etwas macht, was nicht in Ordnung ist? Ich weiß es nicht, Domian. Ich finde es nicht, Geraldine. Ich finde es nicht in Ordnung. Ich finde es absolut nicht in Ordnung. Also ich verstehe, wenn du da sauer bist, wenn die dich ja schlecht behandeln, die Männer. Aber dann begibst du dich auf das gleiche beschissene Niveau. Ja, und du wirst auch noch straffällig. Das heißt, irgendwann fliegt es auf, dann haben sie dich... Ich sag mal, ich tue jetzt seit einer gewissen Zeit halt nur Privatarbeit mit bestimmten Leuten, ne? Jetzt so, sagen wir, im Puff bin ich nicht mehr. Ist ja egal. Ja. Ich sag, irgendwann kann es passieren, dass es auffliegt und dann hast du eine Anzeige am Hals oder wann das... Ist ja aufgeflogen. Ist sogar schon aufgeflogen? Ja, natürlich. Wie oft? Ja, einmal, also richtig, und das andere waren halt Anzeigen, die man halt nicht zurückverfolgen konnte, ne? Wo dann halt mehrere Mädchen. Und das geht jetzt, du bist 23 Jahre alt, wie lange machst du das schon so, auch mit diesen kriminellen Handlungen? Also anfangs nicht, ich mach das insgesamt jetzt 4 Jahre. Ja. Und kriminell halt, ein Jahr. Ja. Also Geraldine, ich bin ein bisschen entsetzt, muss ich dir sagen. Oh. Ich bin wirklich ein bisschen entsetzt. Der Job der Hure in Ehren. Aber so darfst du das nicht nebenher so laufen lassen. Klar. Ja, nein, weil, wie gesagt, du begibst dich auf dasselbe beschissene Niveau wie die du da bestrafen willst. Das ist das eine. Das andere ist, dass du selbst in einem Risiko drin bist, dass du irgendwann vielleicht noch eine heftigere Anzeige am Hals hast oder dass du von irgendeinem Typen nachträglich zusammengeschlagen wirst oder so etwas. Kann ja auch passieren. Ja, das ist auch schon passiert. Siehst du, ja. Also ich sag mal, ich klaue ja jetzt nicht mehr. Das sind jetzt wirklich nur noch Gäste, die ich mir aufgebaut habe, mit denen ich wirklich super klarkomme. Ja. Und auch jetzt, wenn ich die privat sehe, ich grüße die, wir reden auf der Schule. Ja. Das ist überhaupt kein Problem. Also die ich jetzt habe, das sind wirklich alles Leute, die zocke ich nicht ab. Weißt du, Geraldine, dann finde ich, wenn du da so schlechte Dinge erlebst in deinem Job,
die dich so aggressiv machen, dann darfst du eben den Job nicht machen. Dann darfst du aber nicht zur Kriminellen werden. Und du bist eine Kriminelle geworden. Ja, aber unbewusst, ne? Naja, also aber halt du hast... Ja gut, aber man... Guck mal, das ist ja auch eine Form von Selbstjustiz, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne. Das ist ja nicht in Ordnung, das so zu machen. Nur weil du wütend bist, weil dir jemand etwas Schlechtes getan hat, gehst du in einen Raum, der strafrechtlich, wo man dich verfolgen kann, wo du eine Anzeige in den Hals bekommst, was einfach nicht in Ordnung ist. Du hast es gerade am Anfang. Wie? Nee, du hast gerade am Anfang ja so ganz selbstbewusst sogar gesagt, nee, und ich habe da gar kein schlechtes Gewissen. Solltest. Nein, das habe ich auch nicht, weil die behandeln einen, ich meine. Ja, das mag ja auch sein. Ich will ja auch nicht auf die Seite von diesen Männern jetzt mich schlagen. Hallo? Ja, ich will mich nicht auf die Seite von den Männern schlagen, aber ich will mich auch nicht auf deine Seite schlagen, weil... Ich weiß, was du meinst. Du meinst halt einfach, dass die Männer schon schlecht sind, warum soll ich dann noch schlecht genau sein? So, ne? Genau so ist es. Und zieh bloß um Himmels Willen die Notbremse jetzt, dass du nicht irgendwie weiter da noch reinschlitterst. Du tust dir ja selbst, du willst einen Typ bestrafen. Letztendlich begibst du dich auf ein Feld, wo die Gefahr hochgradig ist, dass du dir selbst auch schadest dadurch. Wenn dir, gehe ich denn recht in der Annahme, so klingt es ja fast, dass dir diese Tätigkeit als Prostituierte auch zumindest teilweise gar nicht so zusagt? Oder nee, hat sich das jetzt... Also ich hatte jetzt auch eigentlich vor, demnächst auszusteigen, weil ich habe jetzt eine Tochter und vor kurzem bekommen und ich möchte halt nicht, dass die irgendwann mal mitkriegt, was ich mal gemacht habe. Und ich denke mal, wenn ich das jetzt weitermache und halt noch dabei straffällig werde, dann ist das Kind das dann auch... Ja. Mitkriegt und halt Leute im außen Feld rum, also drumherum, dass die das auch noch mitkriegen. Und dann irgendwann geht mein anderes Kind zu meiner Tochter, wenn die älter sind. Ja. Deine Mutter ist eine Nutte, die beklaut jeden, ne? Nein, deine Mutter ist eine Prostituierte und deine Mutter ist eine Klauerin, eine Kriminelle, eine Kleinkriminelle. Eine Prostituierte, ne? Ja, aber natürlich. Das ist nicht noch schlimmer, das ist definitiv schlimmer. Gibt es auch einen Vater zu dem Kind, mit dem du Kontakt noch hast? Du lebst in einer Beziehung? Ja. Ach so, und weiß dein Mann das oder dein Freund das auch, was du da machst? Ja, noch nicht so lange. Also ich habe ihm gesagt, er hat auch gesagt, er möchte, dass ich damit aufhöre. Und das geht dann schon halt auf morgen, weil ich halt auch nichts gelernt habe. Ne? Ach so, nee, ich meinte, ich bin davon ausgegangen, dass dein Freund weiß, dass du Prostituierte bist. Das weiß er. Ja. Er liebt mich aber trotzdem. Das ist ja auch okay. So. Ja, das ist ja auch okay. Weiß er auch, dass du da, was du da so anstellst zwischendurch? Nein. Das nicht. Weil ich rede mit dem privat überhaupt. Also ich komme nach Hause und dann ist das Thema für mich abgehakt, weil ich lebe nicht in meiner privaten Welt als Prostituierte. Dann bin ich halt das normale Mädchen. So, ne? Jetzt hast du gerade gesagt, du hast überlegt, was ja auch eine sehr, sehr kluge Überlegung ist. Du hast ein Kind. Wie alt ist das Kind? 7 Monate jetzt. 7 Monate. Gänzt dich jetzt aus dem Job, aus der Tätigkeit der Prostitution auszusteigen und irgendwas was anderes zu machen? Ja, da bin ich ja dabei, deswegen bin ich halt vom Puff aufs Private gegangen, vom Privaten, das ist jetzt nur ganz selten, dass ich das mache, halt, dass ich dann ganz aufhöre und gucke, dass ich meine Schule zu Ende mache, damit ich dem Kind halt auch mal was bieten kann. Ja, ne? Was wäre dein Wunsch, was du beruflich dann machen möchtest? Kann ich ehrlich sein? Ja, bitte. Das ist im sozialen Bereich, ich würde gerne Altenpflegerin machen, weil die werden immer gebraucht und sehr sinnvoller. Die Menschen, die brauchen auch jemanden. Ja. Ne? Sehr sinnvoller, sehr guter, sehr toller Beruf, vor dem ich den Hut ziehe, vor den Leuten, die das machen. Ja, ich meine, das möchte nicht jeder machen. Aber ich finde, irgendeiner muss es machen. Ich bin halt der Mensch dafür. Das sagt mir auch jeder, der mich kennt. Ich bin halt wie gemacht dafür. Aber dann musst du, Geraldine, musst du natürlich auch dir im Klaren sein, das muss ich dir ja nicht sagen, dass du dann halt auch mit viel, viel, viel weniger Geld auskommst. Ne? Ja, und ich habe eine Zeit lang ja mal aufgehört gehabt dazwischen. Da kam ich auch mit wenig Geld aus. Ja, ja. Also das ist nicht das Problem. Also, meine Ansage ist, lass bitte sofort, aber radikal sofort die Finger von diesen kriminellen Handlungen. Ja. Die Leute sollen deinem Kind nicht irgendwann sagen, deine Mutter ist eine Diebin. Das ist wirklich schlimm. Ja. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr schlimm. Wenn du auch noch so recht hast, dass die Männer dich da beschissen behandeln, aber das darfst du nicht machen. So, und das andere ist, so schnell wie möglich, wenn du es schaffst, fädel dich da raus und geh in einen Beruf, von dem du sagst, okay, das ist ein sinnvoller Beruf. Da kann ich mich auch vor meinem Kind irgendwann zeigen und alles ist dann in normalen Bahnen. Ja, natürlich. Da wünsche ich dir alles Gute für, Mensch. Und Domian, ich habe noch eine Frage. Ja.
Meine Mutti ist ein super großer Fan von dir. Ich übrigens auch. Ja. Und ich finde deine Sendung super. Ja. Ich wollte mal fragen, ob du auch Autogrammkarten versendest. Ja, hab ich. Kann ich eine haben? Na klar. Dann legst du jetzt auf und meine Redaktion ruft dich nochmal an wegen der Adresse. Danke, Domi. Ja. Okay? Okay. Und alles Gute und toi, toi, toi. Und zieh es alles durch. Ja, versprochen. Alles Schönen Gute. Nacht dir noch. Ja, danke dir auch. Tschüss. So, Freunde und Freundinnen im Lande, weit draußen. Wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, dann ruft an unter 0800 220 5050. Jens ist jetzt hier bei mir und Jens ist 39. Hallo Jens. Hallo. Hallo. Ja, hallo Jens. Um was geht's bei dir? Ich bin ganz doll verliebt. Das ist doch eine tolle Sache. Ja, ist es auch. Ich gratuliere. Dankeschön. Aber, also, gibt es ein dickes Aber? Ja, es gibt ein Aber. Also ich habe das Mädchen so vor circa 3 Monaten kennengelernt und da ist das erste Mal passiert, dass ich mich auf den ersten Blick in eine Frau verliebt habe. Das habe ich vorher noch nie erlebt. Habe ich auch noch nie erlebt. Ich glaube da auch nicht dran, an die Liebe auf den ersten Blick. Also nicht Liebe, also verliebt. Na gut, gut, dass man im ersten Moment von jemandem so angefixt sein kann, dass man denkt, wow, das glaube ich auch. Du hast gerade gesagt, das Mädchen, ist es noch ein Mädchen? Ist sie noch sehr jung? Nein, sie ist 27. 27. Ist eine Frau, ja. Ja. Und vor drei Monaten hat Zoom gemacht. Ja. Ja, so weit, so gut. Ja, die Sache ist bloß die, wir haben uns sofort sehr gut verstanden. Wir konnten so drauf losplappern und haben uns stundenlang unterhalten. Mhm. Sie hat sogar die Nacht bei mir verbracht. Gleich beim ersten Mal? Ja, aber es ist nichts passiert. Auch gut. Und es ist in den ganzen 3 Monaten ist nichts bei uns passiert. Wow, bis heute? Wir sind sehr gute platonische Freunde. Ja. Und jedes Mal, wenn wir uns treffen, begrüßen wir uns mit einer dicken Umarmung. Ja. Und also das ist alles ganz herzlich bei uns, aber es ist eben rein platonisch. Was jetzt und eigentlich, könnte es mal ein bisschen weggehen, rein vom Platonischen, meinst du? Ich möchte mehr, aber ich weiß nicht, wie es bei ihr ist. Ich will erstmal nochmal die Grundbedingungen klären. Also ich gehe mir davon aus, dass du solo bist. Ja. Ja, und sie ist auch solo. Ja. Du bist heterosexuell, ja, natürlich. Ja. Sie auch? Ja. Ja, das weißt du hundertprozentig. Das weiß ich, weil sie mir von ihren Beziehungen, die sie gehabt hat, schon erzählt hat. So, ihr beiden Süßen. Seit 3 Monaten führt ihr gute Gespräche miteinander. Ja. Ja. Und habt auch noch nicht gekuschelt oder sowas? Nee. Gar nicht. Es ist auch das Problem dabei, dass sie sehr weit von mir entfernt wohnt. Sie wohnt ungefähr 500 Kilometer von mir entfernt. Oh. Und wir können uns daher sehr selten sehen. Also das heißt, ihr seht euch dann schon mal an Wochenenden. Ja. Kommt sie dann, besuchst du sie in ihrer Wohnung und du? Wir treffen uns meistens in der Mitte, ungefähr in Hamburg. Da treffen wir uns, weil sie in Hamburg wohnen ihre Eltern. Ich wohne in Kiel, sie wohnt in Marburg und sie kommt eigentlich aus Hamburg. Und dann treffen wir uns manchmal da und unternehmen irgendwelche Sachen. Letztes Mal zum Beispiel gerade im Musical und oder gehen wir in die Disco oder solche Sachen. Aber wie ist das denn nachts? Wo übernachtet man dann? Und übernachtet man zusammen? Oder fährst du zurück nach Hause und sie zu ihren Eltern? Sie zu ihr, genau. Achso, also das heißt, also eine Nacht habt ihr auch noch nicht miteinander verbracht. Also auch ohne Sex keine Nacht. Doch, sie hat ja beim ersten Mal. Beim ersten Mal, genau. Richtig. Und da war das denn, war das da schon, habt ihr da in einem Bett geschlafen, unter einer Decke? Sie hat bei mir im Schlafzimmer geschlafen und ich habe auf der Couch geschlafen. Aha, also ganz, ganz vorsichtig, ne? Also, ja, ja. Kein Küsschen mehr auf die Wange? Nee. Nur eine Umarmung, also wie man sich unter guten Freunden so... Ja, wir drücken uns. Und wenn wir uns eine SMS und so schreiben, dann schreiben wir auch immer dabei, ich drück dich und wir... Was ist denn da los, schicken, Mensch? Ab und zu schicken wir uns mal so kleine Pakete, wo... Sie hat mir mal ein Paket geschickt mit ganz viel... Sie weiß, dass ich so gerne Süßigkeiten esse. Ja. Mit so kleinen Süßigkeiten mit drinne und dann... So ein Päckchen mit Janosch-Tee und solche Sachen, so ganz lieb gemacht. Also alles ganz süß, süß irgendwie. Kuscheltier und solche Sachen. Aber hast du denn schon mal, du bist ja auch nicht gerade erst 14, wo man vielleicht ein bisschen vorsichtig ist. Du bist ja 39 schon. Hast du denn so leichte Ansätze, ein bisschen vorgeprescht schon? Nee, eben nicht, weil ich habe so tierische Angst davor, dass
wenn ich da Andeutungen machen würde, dass dann irgendwas kaputt gehen könnte, weil das ist jetzt auf so einer ganz unschuldigen Ebene irgendwie. Aber es soll ja nicht unschuldig bleiben. Ne? Also muss jetzt was passieren. Jetzt muss man ein bisschen Risiko in den Ring werfen. Ne? Ja, das ist eben die Frage, wie ich das am besten anstelle. Weil, also ich habe zum Beispiel, also ich habe so ganz kleine Andeutungen, ich kann mir das auch nur einbilden, dass das Andeutungen sind. Ja. Aber wir waren zum Beispiel mal auf dem Dom zusammen. Ja. Und, also auf dem Kirmes, ne? Haben wir so kleine solche Süßigkeiten so gekauft, ja. Und da habe ich ein bisschen gekleckert und dann war auf meine Jacke waren so Krümel drauf und da hat sie mir über die Jacke gewischt mit der Hand. Ja. Und sowas zum Beispiel, das finde ich, das würde man nicht machen bei jemandem, dem man nichts bedeuten oder der einem nichts bedeutet. Ach ja, nun gut, also das würde ich aber einem guten Freund, das würde ich aber einem guten Freund machen. Also da muss noch keine Erotik im Hinterkopf dabei sein. Nee. Nicht unbedingt, nee. Du bist aber ein sehr schüchterner, ne? Sehr vorsichtiger, schüchterner Bursche. Schüchtern nicht unbedingt, aber zurückhaltend. Ja, na gut, nennen wir es so. Nennen wir es so. Ja, jetzt muss was passieren. Es muss jetzt ein bisschen Butter bei die Fische. Ja, ja, die Sache ist ja auch die, dass sie also vor kurzem gerade eine Beziehung hinter sich gehabt hat und mir darüber ihr Leid geklagt hat, wie schlimm das alles gewesen ist. Und sie ist ja jetzt zum ersten Mal berufstätig. Also sie hat ihr Studium gerade hinter sich gebracht. Ja. Das alles sollte einen nicht davon abhalten, einem mal einen Kuss zu geben. Und 3 Monate sich angenähert zu haben, finde ich schon eine tolle Zeit. Also, aber da muss man jetzt auch bald was unternehmen, sonst wird es immer schwieriger, so da den Bann zu brechen, der jetzt da sich so aufbaut zwischen euch beiden. Die Barrieren. Wie stelle ich das an? Ja, indem du es einfach tust oder indem du sie einfach fragst, pass mal auf, ich würde dir ganz gerne erstmal einen Kuss geben. Darf ich das? Ja, irgend sowas. Mach es ganz offensiv. Oder streichel sie ganz einfach mal. Oder wenn du sie das nächste Mal siehst, umarm sie nicht wie einen guten Kumpel, sondern gib ihr gleich wirklich mal einen Kuss auf die Wange. Das ist auch ein Anfang. Ist auch noch nicht doll, aber ist ja schon mal ein erster Schritt. Ich glaube auch, dass es wäre. Also ich habe auch schon mal darüber nachgedacht, ihr das per Brief zu schreiben oder per SMS, aber ich finde es eigentlich schöner. Nicht so gut, ne? Nee, ach, das ist alles so überproblematisiert. Ja, ja, es hat doch viel mehr Charme, wenn du es machst. Ich finde es auch übrigens auch sehr charmant, wenn man in so einer vielleicht netten und sehr vertrauten Situation diese Frage dem anderen stellt. Pass mal auf hier, ich würde dir ganz gerne einen Kuss geben, darf ich das? Kann man doch machen. Ja, am liebsten wäre es mir ja, wenn sich das irgendwie von selbst ergeben würde. Nee, von ganz selbst kommt gar nichts. Du musst schon ein bisschen was dazu tun. Mensch, Jens, wann seht ihr euch das nächste Mal? Das weiß ich noch nicht, weil sie jetzt ja, wie gesagt, gerade angefangen ist mit ihrem Lehrerreferendariat. Na gut. Sie jetzt mit angefangen und da ist sie böse unter Stress. Und sie hat auch so ein bisschen private Probleme und so in ihrem Umfeld. Gut, aber ihr telefoniert ja miteinander und ein nächstes Treffen steht mehr oder weniger an. Also ich denke mal, in 2 bis 3 Wochen werden wir uns. So, jetzt nimmst du dir für das nächste Treffen vor, dass du einen Gang zulegst. Charmant und nett einen Gang zulegst. Ja. Sicher, es ist immer alles mit Risiken verbunden, aber so soll es ja auch nicht weitergehen wie bisher. Nee. Vielleicht bricht das dann bei ihr auch auf und sie denkt, Gott sei Dank, endlich tut er mal was. Was ist denn mit dem Jens los, wird die schon denken. Also ran, wenn du scharf bist. Meinst du? Ja, meine ich. Okay, dann will ich das probieren. Jetzt kann man auch wirklich nett und nicht plump machen. Gut. Okay. Lieber Jens, toi, toi, toi. Darf ich von dir auch ein Auto kommen, Kader? Ja, wir rufen dich gleich an wegen der Anschrift, okay? Okay, tschüss. Dankeschön. Jo, tschüss. Was haben wir denn hier für einen Namen? Den wage ich ja gar nicht auszusprechen. Hier steht 21 Jahre und hier steht Fotzi? Ja, richtig. Ein Mann, ja? Der sich Fotzi nennt? Das ist ein Spitzname von meiner Freundin. Die nennt dich so? Ja. Und ich darf dich auch so nennen? Klar. Na gut, dann will ich das mal machen. Also, gibt es nur 2 Menschen auf der Welt, die dich jetzt so nennen? Deine Freundin und ich oder was? Oder Freunde auch? Nee, ein paar Freunde auch noch. Ein paar Freunde auch noch. Jo. Na gut, Fotzi. Um was geht's denn? Ich bin Skinhead. Ach, du bist Skinhead? Jo. Hatten wir gestern auch schon hier. Ja, genau, aber ich bin ein anderer. Ich bin ein linker Skinhead. Du bist ein linker Skinhead, genau. Ja. Die gibt's nämlich auch. Und das wissen die meisten Menschen nicht. Wenn die hören Skin, dann kriegen die gleich, stellen sich die Nackenhaare hoch. Jo. Aber es gibt auch Linke. Das weiß ich. Ich habe mal einen kennengelernt. Jo.
Erklär mal, was macht denn so einen linken Skinhead aus? Was macht der so? Also von der Struktur her, intern läuft es eigentlich relativ gleich, organisiert. Ja. Wir sind organisiert. Also es gibt so, es bilden sich Gruppen. Ja, genau. Und ihr trefft euch regelmäßig? Ja, also jetzt nicht so zum Saufen gehen oder so, sondern wirklich dann zum Faschusklatschen gehen. Zum Faschusklatschen gehen? Ja. Also wir lernen daraus, es ist genau andersrum. Genau. Die linken Skinheads sind nicht sanfte, weichgespülte Männer, sondern die sind genauso knallhart, nur die einen schlagen die Ausländer und die anderen schlagen die Nazis. Genau. Mhm. Stichwort Saufgelage, das ist nicht so krass wie bei den anderen? Nee, also wenn wir da ein bisschen aufgeräumt haben, wo wir uns immer treffen, ja, dann trinken wir halt ein Bierchen oder so und danach geht's mit den Freundinnen halt in die Disco. Ganz normales Wochenende, jeden Samstag. Ja. Äußerlich unterscheidest du dich dann nicht so sehr, abgesehen von ein paar Kleinigkeiten von rechten Skins, ne? Oder? Ja, nee, es gibt schon ein paar deutliche Unterschiede. Okay, die Glatze, das ist gleich wie die rechten. Ja. Aber zum Beispiel tragen die meisten von den linken Skinheads Nasenringe oder so. Ach so. Oder Ohrringe. Ah ja. Die tragen auch keine Springerstiefel, sondern meistens Army Boots. Ah ja, so erkennt ihr euch dann, wenn ein Linker einen Rechten trifft, das wittert, seht ihr sofort dann. Ja. Mhm. Wie lange bist du dabei schon? Seit drei Jahren. Wie bist du reingekommen in die Szene? Ich war mit 15 schon so ein Kiddie-Punk. Bin da auch immer mit denen abgehangen. Ja. Ja, und irgendwann habe ich gemerkt, so mit 18, ja, ist das Richtige? Nee, nicht wirklich. Und dann Skins, Punks, haben sich ja alle lieb und so. Mhm. Und dann bin ich da so reingerutscht. Ja. So. Wie sieht es, ich habe gestern mit dem Kollegen, in Anführungszeichen, von dir gesprochen, da gibt es dann auch so diese Nazi-Ideologie, man hat Mein Kampf gelesen und findet Adolf Hitler ganz toll und so weiter. Wer sind denn eure Idole? Komplett unterschiedlich. Also wir haben da... Stalin oder was? Nee. Also gibt's auch ein paar bei uns, aber jeder hat so sein anderes. Wir haben den Sozialdemokraten, wir haben den Kommunisten. Den Sozialdemokraten als Vorbild? Ja, also so ein typischer SPD-Wähler, in Anführungszeichen. Nee, ich meine, so wen verehrt ihr? Wer ist so ein Leitbild für euch? Gibt's nicht. Jeder hat seine eigene Meinung. Also ich persönlich finde die Aussagen, die Karl Marx gemacht hat, nicht so schlecht. Mhm. Sofern du ihn verstanden hast, so einfach zu verstehen ist er ja nicht. Ja, aber so die Grundziele, so Arbeitszeitensenkung, gleiches Gehalt, ja. Freiheit, gleiches Gehalt, Brüderlichkeit. Ja, genau. Ja, toll. Und wie ist es damit vergleichbar, den anderen dann die Fresse zu polieren? Nur weil die anderer Meinung sind? Ja. Ja, passt das miteinander zusammen? Was ist das für eine Gesellschaft, wo der anders drauf ist? Und wenn er noch so extrem anders ist, kaputtgeschlagen wird? Ja, Moment. Ich warte. Freie Meinungsäußerung, bin ich dafür. Ja. Mord. Aber die Verherrlichung von 50 Millionen geplanten Morden, die auch durchgeführt wurden, das ist keine freie Meinungsäußerung mehr. Du meinst, die gehören dann auf die Nase gekloppt? Jo. Sehe ich anders. Ich finde, dass man auch selbst diejenigen, deren Meinung man überhaupt nicht teilt, und die völlig grottig ist, die Meinung, dass man die, wenn, mit Worten bekämpfen soll. Und nicht mit auf plumpsten Niveau mit Taten. Denn dann machst du genau dasselbe. Genau dasselbe, was die auch tun. Damit bist du kein Vorbild. Ja, Moment, aber wenn wir uns jetzt immer treffen, am Panzplatz, wo ich wohne, in Hessen, ja, da laufen halt immer dann so 10 Faschos rum, grölen ihre Parolen, was weiß ich. Ja. Und dann tauchen wir da auf und dann fangen die ja meistens auf uns zuzurennen. Ja. Gut, aber dem kann man ja aus dem Weg gehen und ihr forciert das Ganze ja auch. Und ich glaube, dass es auch kaum mehr um großartige Ideologien geht, sondern einfach, da sind zwei Gruppen, die haben Spaß daran, sich die Köpfe einzuschlagen. Nein, davon möchte ich mich auch distanzieren. Ich stehe hinter diesem ganzen Faschismus überhaupt nicht. Es geht mir wirklich um diese antifaschistische Ideologie. Ist ja wunderbar, alles in Ehren. Aber dann mach es bitte auf der Grundlage der Menschenrechte und auf der Grundlage des Respektes vor dem anderen. Und auch wenn er eine Meinung sagt, die uns überhaupt nicht passt. Finde ich.
Du läufst genauso Gefahr, das habe ich gestern deinem rechten Kollegen auch gesagt. Wenn du dich mit einem Skinhead prügelst, ja, geht es heftig zu, ne? Kann ich mir vorstellen. Ja, doch. Ich habe auch schon vor 3 Monaten eine Bewährungsstrafe bekommen. 8 Monate. Ah, 8 Monate. Wegen Prügeleien. Ja. So. Jetzt kann es, in dem Fall kann es genauso passieren, dass du einen rechten Skin nicht nur krankenhausreif schlägst, sondern dass der vielleicht sein Leben lang gelähmt ist oder dass er sogar stirbt. Und das ist deine Ideologie wert, dass du einen Menschen so kaputt machst? Ja, aber wir akzeptieren doch selber die Menschenrechte nicht. Das ist doch kein Grund, dass du es auch nicht. Mensch, du willst doch das Gute in einer Gesellschaft, sagst du gerade. Ja. Und nur weil ein anderer das nicht akzeptiert, begibst du dich auf das gleiche Level und akzeptierst es auch nicht? Was ist denn das für eine Logik? Verstehe ich nicht, Fotzi, wirklich nicht. Ich verstehe es nicht. Ja, du hast ja recht im Grunde genommen. Ja. Aber du machst es trotzdem. Ja. Ja, aber das ist. Warum? Warum? Du hast eine Freundin, hast du gerade gesagt, ne? Ja. Ist die mit bei euch? Nee, die hat da nichts groß damit zu tun, aber. Was sagt die denn dazu, wenn sich der Freund da prügeln geht am Wochenende? Eigentlich nicht viel, also. Denkst du, lass mich das eben sagen, bevor mit der Freundin, denkst du, dadurch machst du die Welt besser, indem du ein paar Skins verprügelst? Niemals. Niemals. Und du läufst auch noch Gefahr, dass du große Schuld auf dich selbst lädst, indem du vielleicht irgendwann jemanden bis zu einer Behinderung prügelst. Zur Freundin. Also die Freundin, die ist nicht bei euch in der Gruppierung. Nee. Weiß die denn genau, was du da machst? Ja, klar. Und was sagt die dazu? Du musst dich sagen, sie ist selber Türkin. Ja. Ich schmück das halt zugegebenermaßen ein bisschen aus. Ja. Und sie findet das schon toll, so, was wir so machen. Mhm. Ja, aber mehr eigentlich nicht. Mhm. Finde ich schade. Vielleicht weiß sie aber auch gar nicht genau, was da los ist, was du da machst. Wie lange soll das weitergehen? Ich weiß es nicht. Bis zur nächsten Bewährungsstrafe oder bis zum nächsten Knastaufenthalt. Und dann? Was machst denn du sonst so? Hast du einen Job oder eine Lehre oder was machst du? Ja, klar, ich habe einen Job. Was machst du? Ich bin Bauarbeiter. Bauarbeiter. Jo. Ja. Aber Gelernter, immerhin. Ja, immerhin. Ja, ist ja okay. Ist okay. Ja. Sicher auch mit Planung, dass du mal eine Familie haben möchtest oder irgendwie. Es gibt schon Träume oder Ziele, die du vor Augen hast. Ja, doch. Ja. So, dann finde ich immer, muss man sich immer vor Augen halten, wenn du mal irgendwann ein Kind hast, ist das ein tolles Vorbild für deinen Sohn, den du vielleicht immer irgendwann haben wirst? Wenn der hört, was der Vater früher gemacht hat und dann saß er im Knast und dann hin und her und das? Ich finde nicht. Nee. Wenn du diese Gesinnung hast, die finde ich vorbildlich, das finde ich in Ordnung. Aber dann bitte mit ordentlichen Mitteln das durchsetzen. Aber nicht so primitiv. Es ist einfach. Ja, aber jetzt mal ganz praktisch gedacht, wie soll ich denn das machen jetzt, so mit verbalen Äußerungen? Pass mal auf, Hotzi. Ich sag, der Name geht mir immer ein bisschen schwer wie Lippen, aber ich sag's ja trotzdem. Wenn du so ein gesellschaftlich, politisch engagierter Bursche bist, dann such dir irgendeine demokratische Partei und arbeite darin. Auch im linken Spektrum gibt's auch genug demokratische Parteien. So, ja. Das ist mühsam. Das ist viel, viel mühsamer, Menschen durch Worte zu überzeugen, als einfach mit der Kelle auf die drauf zu hauen. Mit der Keule drauf zu hauen. Ja. Habe ich schon recht, ne? Ja. So, jetzt würde ich mich sehr freuen, wenn ich irgendwann um gar nicht in so ferner Zeit eine Mail von dir bekäme und du würdest mir sagen, ich bin raus aus dem Haufen. Wenn es soweit ist, schicke ich dir eine Mail. Würde ich mich sehr freuen, mein Lieber. Aber darf ich noch ganz schnell was loswerden? Bitte. Mir passiert es so oft auf der Straße, wenn ich mit ein paar Freunden unterwegs bin, bummeln oder so jetzt, nicht irgendwas Schlimmes mache, dass dann irgendein 15-jähriges Mädel auf mich zukommt mit einem Ärzte-Schweißband und dann meint, du Nazi, geh du raus. Mhm. Wirklich so. Ja, du willst jetzt um Toleranz buhlen. Aber ja. ihr macht dasselbe, ja. Ihr macht doch dasselbe. Ja, aber wir sind keine Nazis. Nein, ihr seid keine Nazis. Aber ihr seid auch gewalttätig. Ihr seid keine Nazis, weiß ich. Das ist mir völlig klar. Mein Lieber, ich warte händeringend und heiß auf eine Mail bald von dir, okay? Darf ich noch ganz 10 Sekunden jemanden grüßen? Ja, aber ganz schnell jetzt. Ich grüße noch den Fabian, den Fischli, die Rebecca, die Tonja, die beste Freundin der Welt, Jessica, Hannes und alle Leukämie- und Slime-Fans. Okay.
Alles Gute. Okay, mach's gut. Tschüss. Jo, tschüss. Susa, 23. Ja, hallo. Hallo Susa. Susa, stimmt das? Ja, das stimmt. Hinten mit A. Ja, hinten mit A. Um was geht's? Es geht darum, ich bin alleinerziehende Mutter. Ja. Und mein Problem ist, finanzielle Not hat mich so weit getrieben, dass ich bei einer 090-Nummer arbeite. Ich frage mich eben, wie alt ist dein Kind? Die ist 3 Jahre alt. Ja. Ja. Bei einer 090er-Nummer. Also ja. Das heißt, du betreibst Telefonsex. Es geht darum, du wirst mit Männern verbunden und dann ergibt sich das. Entweder geht es um Telefonsex oder die suchen Beziehungen, Treffen, wie auch immer. Und deine Aufgabe ist quasi von deinem Arbeitgeber, die so lange wie möglich in der Leitung zu halten. Genau so sieht das aus. Mit denen zu quatschen und hin und her. Und genau so sieht das aus. Das machst du von zu Hause aus? Das mache ich von zu Hause aus. Die haben dir die Leitung so geschaltet, dass es dann auf deinen Apparat kommt? Genau so sieht das aus. Also du rufst da an und du wirst dann wieder zurückgerufen und kommst dann wie so eine Art Chat ist das, ja, Telefonchat. Ja. Wie viele Stunden am Tag machst du das? Ja, so weit wie es möglich ist. Also meistens abends, wenn das Kind im Bett ist oder tagsüber, wenn es im Kindergarten ist. Und rentiert sich das? Verdient man da ganz gut oder eher auch mäßig? Eher mäßig. Also wenn du 4.000 Minuten so im Monat schaffst, dann sind es 660 Euro. 4.000 Minuten kann ich mir gar nicht vorstellen, wie viel Arbeitszeit dahinter steckt jetzt. Ja, also da musst du so pro Tag 250 Minuten schon jemanden, also die Leute dran gehabt haben. Ja. Stunde, ja. 60 Minuten, ja, kann man sich so ungefähr vorstellen. Ja, aber es ist immer das Problem, das schaffst du nicht immer. Mhm. Die meisten, also das, was mir am meisten dabei zu schaffen macht, sind diese ganz perversen Sachen. Weißt du, was ich gerade hier lese auf meinem Monitor, Susa? Meine Kollegen haben pfiffig gerade ausgerechnet, das sind so ungefähr 9 Euro Stundenlohn. Ja. Ist nicht so ganz doll. Ist okay, aber... Ja, es ist, für mich ist es okay, weil es ist das Einzige, wie ich mich über Wasser halten kann. Also ich sage insofern nicht so doll, weil man immer denkt, na gerade in diesem Erotikbereich, da wird wahnsinnig viel Kohle gemacht. Aber das ist ja eher normaler. Die Firmen machen gut Kohle damit. Ja. So, jetzt hast du, da sind Sachen bei, die machen mir sehr zu schaffen. Ja. Was genau meinst du? Sag mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel, heute war wieder was ganz Krasses. Es war ein junger Mann, 20 Jahre alt. Ich sollte mich für 45 ausgeben. Mhm. Und er wollte, dass ich ihm die Mutti mache und ja, sagte dann auf einmal, ob ich ihm auch seine Beule in der Hose streicheln kann. Da habe ich dann gesagt, nee, tut mir leid, das kann ich nicht. Also die Mutti machen heißt, du sollst so tun, als wärst du seine Mutter? Ja. Und dann, also eine Art Rollenspiel, ne? Ja, genau. Ja. Und das war mir dann echt zu pervers, ganz ehrlich. Mhm. Weil ich gesagt habe, nee, das geht mir zu weit. Weil ich war auch sehr geschockt drüber und dann... Ja. Gibt es noch andere Beispiele, wo du sagst, nee, das kann ich nicht? Naja, sagen wir es mal so, solche richtig perversen Sexspiele wie zum Beispiel Kaviar-Spielchen und so weiter. Wo es auch dort Frauen gibt, mit denen man sich untereinander unterhalten kann, die sagen, ja, es ist doch nicht so schlimm, stell dir vor, es wäre Schokolade, aber wo ich sage, Mann, das ist schon ganz schön hart. Also für die, die das nicht wissen, also dass man Kotspiele da sich vorstellt. Ne? Genau. Dass man sich gegenseitig ankotet und sowas. Genau. Gibt es noch extreme Sachen, dass du ein Kind spielen sollst beispielsweise? Ja, bei solchen Sachen kann man aber sagen, hier, das macht man nicht. Also das ist von Anfang an auf der Line ist das so, du musst richtig perverse Sachen musst du nicht machen. Also richtig pervers wären Tiergeschichten wahrscheinlich und das eben mit Kindern. Genau. Ja. Es gibt auch allerdings Kolleginnen, die es trotzdem machen. Das heißt also bei diesen beiden Beispielen zum Beispiel, sagt dein Arbeitgeber, darfst du auflegen. Ja. Bei den anderen war aber vermutlich... Auflegen darfst du nicht. Du musst versuchen, ihn irgendwie davon abzubringen, dass er dann auflegt. Selber auflegen darf man nicht, da kriegt man... Strafe. Ach so, ja. Also sogar wenn jemand so pädophile Fantasien anfängt, dann darfst du nicht auflegen, dann musst du mit Redekunst versuchen, ihn wegzuholen davon. Genau. Das ist aber auch eine Sache. Ja. Und wenn er sich davon nicht wegholen lässt? Ja, da muss man sagen, leg bitte auf, wie auch immer, und hör bitte mit dem Kram auf. Also man muss versuchen, dass er von sich aus auflegt. Was passiert genau, wenn du auflegst? Ja, wenn ich auflege, bekomme ich sofort einen Anruf, ja, warum hast du aufgelegt? Das kostet dich dann so und so 4 Minuten, die sie dir dann wieder vom Konto abziehen. Das ist ja auch krass, gerade auch bei solchen Fällen. Ja, und wenn du das mehrmals hintereinander machst, dann kann sogar passieren, dass dir dein ganzer Monatslohn weggeht. Mhm. So, jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel, was du gerade am Anfang genannt hast. Du solltest die Mutti machen. Ja. Da hast du gesagt, nee, das kann ich nicht, aber da hast du eben auch nicht auflegen können. Nee. Wie hat der Typ darauf reagiert? Ach
ja, komm bitte, und hat halt gebettelt und gemacht. Ich sage, nee, ich sage, lass dich mit jemandem anders verbinden. Mhm. Und er hat es dann auch gemacht. Also war ich ganz froh drüber, dass er dann auch sehr schnell eingelenkt hat. Kriegst du denn nach solchen Fällen, irgendwie sickert das bei deinem Arbeitgeber durch und kriegst du da Ärger, dass die sagen, komm, stell dich nicht so an, spiel das mit? Und eigentlich nicht. Aber es ist so, die sehen deinen Minutenschnitt. Die sehen, wenn der gleich wieder aufgelegt hat, dann kommt dann irgendwann, was war los? Ah ja. Und so weiter. Also da sitzen immer irgendwelche Menschen irgendwo, die das kontrollieren. Ja, ja. Es gibt irgendwo noch eine Zentrale, da stehen die Minuten dann und die passen genau auf. Genau. Können die sich dann auch, ist das technisch möglich, in die Gespräche mit reinschalten und heimlich mithören? Nee, das können sie nicht. Das können sie nicht. Ja. Nee. Aber die sehen das anhand der Minuten. Genau, die sehen das anhand der Minuten, wie lange du den am Hörer hattest. Mhm. Und es gibt, man nennt das Aufleger, das sind, du sagst deinen Namen und dann legt er meistens schon auf. Mhm. Oder wenn er irgendwelche ausländischen Akzente haben will und so weiter. Und ja. Wenn du das nicht bringst, legen sie natürlich logischerweise auf. Ja. Aber ich habe schon verstanden, das ist für euch dann nicht gut, wenn zu viele Aufleger oder zu viele Kurzgespräche stattgefunden haben. Genau. Dann kriegt ihr Druck von oben. Genau. Das Ziel sind Stundengespräche, die Stundengespräche zu halten. Bei der Telekom ist es so, dass die 090-Nummer nach einer Stunde wird das Gespräch abgebrochen. Das ist so eine Sperre von der Telekom her. Ah ja. Und da musst du die aber schon wieder so weit haben, dass sie dann auch gleich nach der Stunde wieder anrufen. Ach so. Also alles ziemlich perfide, ne? Ja. Und abgefuckt das Ganze. Ja. Und du stehst da oder sitzt da und hast manchmal schon Angst, wer kommt jetzt, was will der? Ja. Ja, und das ist das Schlimme, weil eigentlich bin ich schon so weit unten, dass ich mir manchmal sage, ich komme mir manchmal vor wie eine Prostituierte. Ist es das dann wert, diesen Job zu machen? Es ist in dem Sinn wert, weil ich muss irgendwie versuchen, dass mein Kind irgendwie durchkommt. Das geht nicht anders. Gibt es nicht irgendwelche anderen Sachen, die du finden könntest, dass du einen Putzjob annimmst? Habe ich alles schon versucht, aber es ist im Moment ist es ganz schlimm. Also ich lebe auch von Sozialhilfe. Mhm. Und darf ich mal fragen, aus welcher Gegend so du grob kommst? Ja, aus Thüringen. Aus Thüringen, ach so. Ja. Mhm. Und ja, und das ist das Problem, dass sie da jetzt mir auch schon wieder Geld gestrichen haben, weil ja meine Wohnung angeblich zu groß wäre. Und ja. Naja. Und es wird halt immer weniger mit dem Geld, umso länger man arbeitslos ist. Vom Arbeitsamt bekommt man noch nicht mal irgendwelche Adressen, Hilfen, sonst irgendwas. Ich weiß das jetzt nicht, wie es bei euch in der Gegend ist. Ich weiß es hier von Köln und ich weiß es aus Berlin, dass Bekannte von mir händeringend nach Putzhilfen suchen. Ja. Und Putzhilfen ganz schwierig zu finden sind. Und dann denke ich, mein Gott, was ist denn da los? Warum machen die Leute das nicht? Das ist doch nicht bei uns im Osten gar nicht so. Ja, das ist euch anders. Kloppt man sich um diese Putzstellen. Ja, ja, ist man verstehe. Froh, wenn man sowas hat. Ja, vor allen Dingen, wenn es dann wahrscheinlich vielleicht ein bisschen ländlicher ist und nicht gerade in Großstadtregionen ist. Ja. Ja. Also, es ist nicht so, dass ich das nicht machen würde. Ich würde sogar als Toilettenfrau arbeiten. Ja. Ich würde alles machen, um Geld zu verdienen. Aber das ist schon wirklich eine sehr schlimme Aussage, die du da machst. Ich würde alles machen. Ich gehe putzen, ich mache alles, ich kriege aber nichts. Dafür mache ich jetzt eine 090er-Nummer-Geschichte und fühle mich wie der letzte Dreck manchmal. Ja. Es ist manchmal so, dass ich nachts eigentlich schon gar nicht mehr wirklich schlafen kann und mir das alles so durch den Kopf geht. Und es tut einen schon psychisch ganz schön belasten. Wie lange suchst du denn parallel noch schon nach anderen Sachen? Wie lange suche ich jetzt? Über ein halbes Jahr jetzt schon. Jetzt, wenn ich natürlich keine Arbeitsamtsberatung hier, ist ja völlig klar. Ich überlege es nur, das ist natürlich ist es das nicht wert. Es ist es nicht wert, dass du dich seelisch damit so belastest, weil du da durch deine seelische Belastung ja letztendlich das Kind auch belastest. Ja, klar. Also was bleibt dir anders übrig? Du brauchst die Kohle. Es bleibt dir nichts anderes übrig, als wirklich intensivst, penetrant weiter zu suchen, in der Hoffnung, dass dann doch relativ schnell irgendwas gefunden wird. Hast du was gelernt? Ich hatte eine Ausbildung wieder gehabt als Kauffrau für Bürokommunikation und da bin ich aber aufgrund der vielen Krankheiten meiner Tochter wieder rausgeworfen worden. Wir sind hier keine Vermittlung. Nee, das ist mir. Dennoch, ich sage es jetzt mal einfach, aus welcher größere Stadt ist bei dir in der Nähe? Erfurt. Erfurt, ja. Also ich sage das mal jetzt so augenzwinkernd in die Richtung Erfurt. Vielleicht weiß da ja doch jemand oder braucht jemand dringend eine Putzhilfe oder sowas. Genau, das wäre nicht.
Kann man eigentlich auch, es gibt doch auch andere Jobs, die man zu Hause per Telefon machen kann, nicht gerade diese ganzen Schmutzjobs. Ja, also ich hatte mal was mit SKL-Losen verkaufen, ja? Aber der Druck ist noch viel schlimmer gewesen. Ja, ja. Hm. Also das war, also da haben sie dir wirklich so dermaßen Druck gemacht, wenn du das und das nicht machst, dann und so weiter. Also das ist es. Es wird ausgenutzt, dass du das Geld brauchst. Und das ist das Schlimme. Ja. Und ich möchte ja ganz ehrlich mal an alle Männer so appellieren, dass die sich das Geld so aus der Tasche ziehen lassen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es ehrlich nicht. Die oftmals auch nicht viel Kohle haben, ne? Die das dann machen, ja. Da müssen sich manche Männer in Schulden stürzen und ich weiß es nicht, für was es das wert ist. Also Susa, ich kann dir natürlich konkret nicht helfen. Ja. Aber ich habe gerade ja was gesagt. Manchmal geschehen ja Zeichen und Wunder. Genau. Wenn da irgendwas sich tun sollte, rufen wir dich an, informieren wir dich. Ansonsten möchte ich dir einfach Mut machen und halt durch. Ja. Such tapfer weiter was anderes und es werden auch andere Zeiten kommen, ich bin ganz sicher. Ja. Tu es für dich und dein Kind. Genau. Alles Liebe und Gute von Herzen. Ich danke dir und ich finde deine Sendung super. Dankeschön, freut mich sehr, dass du sagst. Tschüss. Mach weiter so. Tschüss. Tschüss. Hier ist der Stefan. Und Stefan ist 22. Hallo. Hi Domian. Hallo Stefan. Ja, wir kommen am besten direkt mal drauf zurück auf die Dame, was die gerade. Hallo? Jetzt ist Stefan weggebrochen. Dann geht es weiter mit dem Sascha. Und Sascha ist 21. Hallo. Hallo. Hallo Sascha. Um was geht's bei dir, Sascha? Ja, es geht um meine Mutter, weil die hat Krebs. Mhm. Wie alt ist deine Mutter? Meine Mutter ist 42. So jung noch. Ja. Seit wann weißt du das oder wisst ihr das? Also uns wurde es gesagt mit 4 Wochen, also es wurde nach 4 Wochen bekannt gegeben, dass meine Mutter Krebstumor hat am Gehirn. Also vor 4 Wochen? Ja. Vor 4 Wochen, ihr wisst es seit 4 Wochen? Ja. Hm. Am Gehirn. Wie schwerwiegend ist dieser Tumor? Kann man den operieren? Haben die Ärzte irgendwelche Prognosen gesagt? Also so operieren wollten sie erstmal nicht, die wollten sie erstmal nur mit Medikamente erstmal versuchen. Mhm. So, und wenn das nicht weiterhin anschlägt, dann wollten sie erstmal eine Chemotherapie versuchen. Mhm. Ja, und dann ist noch die Frage, hat der Arzt gesagt, ist eine Chance zwischen 50-50. Mhm. Wie geht deine Mutter damit um? Ja, meine Mutter geht da jetzt sehr schlecht mit um, die lässt sich hängen, ist depressiv, auch gegen mir über. Mhm. Bist du das einzige Kind? Ja, ich bin Einzelkind. Ja. Wohnst du noch zu Hause bei deinen Eltern? Ja. Ja, also den Vater gibt's auch. Ihr wohnt in einer Familie. Ja. Ja. Mhm. Also sie ist aggressiv und auch dir gegenüber. Ja, mir auch auf jeden Fall mir sehr stark gegenüber. Mhm. War sie früher auch schon, hatte sie so eine Veranlagung oder hat sie sich radikal jetzt geändert, seitdem die Diagnose feststeht? Ja, also seit der Diagnose hat sie sich rapide verändert. Früher war sie unternehmungslustig, alles Mögliche. Wir haben also wirklich alles zusammen gemacht. Mhm. Und dein Vater, wie geht der damit um? Ja, mein Vater geht da jetzt halt sehr schlecht mit um. Er geht halt, kommt von der Arbeit nach Hause und ist seit dem Moment, also seit den 4 Wochen, ist er stark Alkohol am Trinken. Ach so, oh weia, da hast du aber wirklich was am Hals. Die Mutter ist schwer krank und die Mutter ist depressiv. Und die Mutter ist auch aggressiv dir gegenüber. Ja, also gegen meine Mutter war, bin ich die einzige einzige Ansprechpartner, weil mein Vater sich nicht traut, ins Krankenhaus zu gehen, weil meine Mutter wirklich sehr schlecht aussieht. Ach so, die Mutter liegt im Krankenhaus? Ja, sie liegt schon im Krankenhaus. Ach so, die ist die ganze Zeit im Krankenhaus? Ja, also sie ist jetzt schon seit 4 Wochen, wird sie schon behandelt. Ach so, ja. Kann man denn jetzt nach dieser Behandlung schon irgendetwas sagen? Weißt du das? Also der Arzt redet mit mir nicht darüber. Also eher mit meinem Vater darüber. Und mein Vater sagt mir nichts. Aber dein Vater geht doch fast gar nicht ins Krankenhaus, hast du gerade gesagt. Ja, er geht zwar nicht zu meiner Mutter rein, aber er hört sich die Gespräche an mit dem stellvertretenden Arzt dafür. Ja, aber wenn du das gerne wissen möchtest, du bist der Sohn. Und dann könnte deine Mutter dem Arzt ja sagen, dass sie möchte, dass er mit dir spricht. Wenn das für dich und für sie auch besser ist. Und der Vater unterhält sich mit dir wiederum gar nicht darüber. Nee, überhaupt nicht. Meine Mutter will das auch nicht, dass der Arzt das mir wahrscheinlich sagt. Ach so. Weil sie dich nicht belasten möchte, oder was? Ja, genau. Wobei du natürlich mehr belastet wirst, wenn du da im Nebel rumstocherst und nicht weißt, was los ist, ne? Ja, ich mache mir auch tierische Sorgen darum. Ich habe ja auch Angst,
weil ich spiele mit den Gedanken, das könnte von heute auf morgen passieren, dass es überhaupt nicht mehr da ist oder so. Mhm. Ja, das ist natürlich völlig bescheuert, wenn man keine richtigen Auskünfte bekommt oder Auskünfte ja auch von der Mutter nicht bekommt, was denn nun los ist. Vielleicht ist es ja sogar so, dass man sich durchaus begründete Hoffnung machen kann. Es ist schlimm, aber vielleicht ist es nicht ganz, ganz katastrophal. Kann ja alles sein. Ja. Und wenn du mit deiner Mutter erstmal ganz, wenn du sie besuchst, ich gehe mal davon aus, dass du oft alleine bei ihr bist, wenn du sie besuchst. Ja. So, dass du einfach sagst, hier Mama, mir liegt daran, hier dir auch wirklich beizustehen, aber ich möchte gerne wissen, was los ist. Gib doch grünes Licht dem Arzt, dass ich mit dem Arzt reden kann. Meinst du, dass sie da zugänglich wäre? Nee, überhaupt nicht. Auch wenn ich so mit dir spreche oder so. Die blockt dann komplett, wenn es um die Krankheit geht oder überhaupt allgemein über den Krebs, schaltet die sofort ab. Die redet dann mit mir kein Wort drüber. Hast du denn schon mal versucht, mit einem Arzt von dir auszureden? Nee, noch nicht. Dann würde ich mal den Weg gehen, dass du sagst, du fühlst dich etwas hilflos, die Mutter ist ganz depressiv und die wissen ja, dass du der Sohn bist. Mhm. Vielleicht gerätst du da an einen einfühlsamen, netten Arzt, der dir zumindest ein bisschen mal Informationen an die Hand gibt. Ich vermute, dass das für dich auch sehr wichtig ist, ne? Ja, das ist mir auf jeden Fall sehr wichtig. Mhm. So, wie ist die Situation jetzt bei euch zu Hause? Du wohnst in der Wohnung und der Vater kommt abends nach Hause und kippt sich die Birne zu, oder was? Ja, also der kommt von nach Hause, tut sein Abendessen essen und dann zieht er sich direkt ins Schlafzimmer, guckt da halt seinen Fernsehen und der redet dann mit mir überhaupt kein Wort mehr. War das vorher auch anders? Nee, vorher war das überhaupt nicht. Wir haben zusammen gelacht, wir haben über alles Mögliche geredet und auch mit meiner Mutter zusammen. Und wir haben halt auch zusammen irgendwelche Spiele gespielt. So. Ja, also da war ein durchaus guter Kontakt zwischen Vater und Sohn, war früher da. Was hältst du denn davon, wenn du ihn nochmal, bevor er sich besäuft, nochmal ansprichst und sagst, Papa, es geht irgendwie so nicht weiter, wir müssen doch irgendwie alle zusammenhalten, lass uns miteinander reden und da können wir auch der Mutter am besten helfen. Ging das? Kann man ihn so ansprechen? Nee, überhaupt nicht. Also wenn er reinkommt und ich versuche mit ihm zu reden, er lässt sich ja auch nicht helfen. Also er lässt mich auch nicht an sich ran. Er blockt dann total ab, er will von der Sache gar nichts wissen. Mhm. Also ich höre jetzt so, dass du da völlig hilflos bist. Bin ich auch. Mittlerweile weiß ich auch nicht mehr, was ich machen soll, weil ich bin ja nur am Pendeln zwischen meiner Mutter und zwischen meinem Vater. Ja, ja. Also ich würde jetzt zunächst mal den Weg gehen, Sascha, dass du dir einen Arzt ausguckst da im Umfeld deiner Mutter und erstmal mit dem redest. Ich sag's jetzt nochmal, ich frage nochmal, du meinst nicht, dass du deine Mutter erreichen könntest mit einem Gespräch? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt ich habe schon so oft versucht und die würden direkt aggressiv gegenüber. Gibt es denn, weißt du was, in Krankenhäusern ist es ja so üblich, dass zum Beispiel Pastoren die Leute besuchen. Weißt du das, ob das jemand bei deiner Mutter auch macht? Also das weiß ich nicht. Das würde ich auch mal rauskriegen. Es gibt oftmals sehr enge Beziehungen, die sich kurzfristig ergeben, so zwischen den Geistlichen, die kranken Leute besuchen. Mhm. Und wenn du den einweihen würdest, könnte der vielleicht auch ein bisschen auf deine Mutter einwirken. Mhm. Also das kannst du rauskriegen von dem Arzt, welcher Geistlicher da zuständig ist. Ja, das könnte ich immer versuchen. Wer flüstert denn da im Hintergrund? Keiner. Nee, ich habe was flüstern gehört. Oh nee. Nee, dann war es eine akustische Täuschung. Also das würde ich auf jeden Fall auch versuchen. Ne, damit du einfach was in die Hand bekommst und auch an deine Mutter rankommst. Ja. Ja? So, dennoch möchte ich dir gerne auch nochmal ein kurzes Gespräch mit meiner Psychologin anbieten, die dir vielleicht auch noch den einen oder anderen Tipp geben kann. Mhm. Dann legst du auf und meine Psychologin, die Heide, ruft dich an. Okay? Ja, okay. Alles Gute von Herzen. Ja, danke. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. Hier ist Robert. Robert ist 20 Jahre alt. Hallo, Robert. Hallo. Hallo. Weswegen hast du angerufen, Robert? Es geht darum, ich habe viel Ärger zu Hause gerade und ich bin sehr aggressiv. Ich sag dir Anfang nochmal, ich habe den Anfang nicht verstanden. Du bist zu Hause gerade. Bitte? Ich habe dich nicht verstanden, sag's von Anfang an nochmal. Ich habe gerade sehr viel Ärger zu Hause und mit meinen Freunden und überhaupt. Ja. Ich bin sehr aggressiv in letzter Zeit geworden. Ja. Und ich laufe durch die Straßen und schaue, dass ich an Leuten meinen Frust auslassen kann. Wie machst du das? Ich suche mir welche, die ich schlagen kann.
Einfach so, auf der Straße. Ja, so in größeren Städten, wo man mich nicht so kennt. Und Wie habe ich mir das vorzustellen? Du schlenderst dann durch die Straßen am helllichten Tag und dann guckst du dir jemanden aus und laberst den an und dann brichst du einen Streit vom Zaun, oder wie? Ja, genau. Und das endet meistens dann in der Schlägerei? Meistens, ja. Meistens. Warum bist du so geladen? Ist das schon länger so oder erst seit kurzem? Seit ein paar Monaten. Ach, erst seit ein paar Monaten? Ja. Was ist da passiert vor ein paar Monaten? Seit ein paar Monaten ist meine Mutter, ihr Freund, sehr komisch geworden. Also er schaut immer, dass, wenn keiner da ist, dass er mich anstressen kann oder er schlägt mich auch. Also du wohnst mit deiner Mutter und deren neuen Freund zusammen in einer Wohnung? Nee, er wohnt nicht bei uns, er ist nur oft da. Achso, er ist oft da. Aber du wohnst mit deiner Mutter alleine eigentlich, oder? Ja. Ja. Und das Verhältnis zwischen diesem Freund und dir ist jetzt seit ein paar Monaten ziemlich kaputt. Total kaputt. Ja. Kriegt deine Mutter das mit, dass ihr beiden Jungs euch nicht vertragt? Ja, sie sieht eben, dass ich jetzt sehr aggressiv gegen ihn bin, also verbal. Aber ihr schlagt euch nicht untereinander. Also er schlägt dich, hast du gerade gesagt. Er schlägt dich schon mal. Ist er stärker als du? Ja, aber Hauptsache er fängt mal eine. Ja. So, dann gehst du da raus aus der Wohnung, bist völlig, völlig... Wie lange sind die denn schon zusammen? Schon länger? Ja, seit einem halben Jahr ungefähr. Ach so, dann gab es also gar nicht so eine sehr lange Zeit, wo ihr euch gut verstanden habt. Nee, nicht wirklich. Es gab auch nicht viel Zeit zum richtig kennenlernen und so, weil er war eigentlich vorher fast bloß für meine Schwester da. Ja. Jetzt hast du gerade am Anfang gesagt, ich habe Stress zu Hause und auch bei meinen Freunden. Das überträgt sich dann auch so in deinen Freundeskreis. Ja, genau. Und die haben sich jetzt eben auch total von mir abgekapselt und ich mag es jetzt auch mehr alleine. Also weil du so aggressiv geworden bist. Ja. Und so unerträglich für die anderen im Prinzip. Ja, auch. Also die wollen eigentlich schon fast gar nichts mehr mit mir zu tun haben, weil ich so aggressiv bin. Meine Freundin, die macht gerade auch totalen Ärger. Achso, du hast eine Freundin? Ja. Und die kriegt das auch mit und jetzt wankt auch die Freundschaft. Und es kann sein, dass die Beziehung kaputt geht. Ja. Jetzt erzähl mir mal das mit dem noch ein bisschen eingehender. Du gehst dann raus auf die Straße und lässt deinen Frust dann an irgendwelchen Leuten aus und schlägst dich mit denen. Wie oft ist das jetzt schon passiert? Das ist mittlerweile schon fast jeden Tag. Jeden Tag? Ja. Und ist noch nichts passiert, dass die Polizei irgendwie eingegriffen hat oder dass du eine Anzeige an den Hals gekriegt hast? Nein, bis jetzt noch nicht. Und du bist immer an Leute geraten, die hast du dir so ausgeguckt, die schwächer sind als du? Damit Nein, ich schaue immer, dass ich welche finde, die eine Chance gegen mich haben oder die vielleicht auch stärker sind. Aber bisher ist es immer noch in deinem Sinne gut gegangen? Naja, ich... Oder hast du auch schon eingesteckt? Ich will auch was zu tun haben, sag mal so. Wie sehr verprügelst du die Leute denn dann? Liegen die irgendwann blutend auf dem Boden und können sich nicht mehr bewegen oder was ist das? Weiß ich nicht genau. Also ich bin danach auch gleich immer weg. Also es ist ein kurzer Kampf und dann bist du weg? Ja. Klingt ja ziemlich krass alles und ziemlich schlimm, ne? Heftig. Ja, ist es auch. Und ich weiß ja jetzt auch nicht genau, was ich machen soll. Ich habe keine Ahnung, wie ich das alles jetzt ablassen soll. Ja. Hast du einen Job? Nein, ich bin arbeitslos. Ja. Hast du was gelernt? Ich habe ein Jahr eine Lehre als Bürokaufmann angefangen, aber die ist dann auch abgebrochen. Und jetzt wirklich gar nichts mehr krass. Also wenn du so weitermachst wie jetzt, Robert, dann sehe ich ganz schwarz für dich. Dann sehe ich ganz schwarz für dich. Dann wirst du über kurz oder lang im Knast landen. Und die Tatsache, dass du hier anrufst, das sage ich ja immer, wenn Leute mit solchen Geschichten bei mir anrufen, finde ich ja erstmal gut. Das heißt, du fühlst dich auch unwohl in der Lebenssituation, in der du jetzt bist. Und findest das ja auch eigentlich nicht in Ordnung, was du da machst. Ja, finde ich auch nicht. Aber in dem Moment kriege ich den absoluten Rappel und dann drehe ich total durch und dann muss ich halt auch irgendwas machen. Ich weiß auch nicht. Ich habe das jetzt so kapiert oder so verstanden, dass die Hauptursache ist wirklich der Typ von deiner Mutter. Wenn du nicht mit dem in Kontakt kämst, wäre das nicht so? Wahrscheinlich nicht.
Gäbe es denn eine Möglichkeit, ich frage es jetzt nur mal so, vielleicht geht es ja irgendwie, dass du da aus der Wohnung rauskommst, dass du irgendwo anders wohnst? Ich glaube kaum, weil mit welchen Mitteln soll ich irgendwas anfangen jetzt? Ich krieg ein minimales Arbeitslosengeld. Und es reicht eben für nichts. Ja. Nur gut, nun ist die Beziehung mit deiner Freundin gerade auch am Wanken. Du hättest ja auch zu ihr ziehen können. Wäre das möglich gewesen? Oder wohnt? Nee, das wäre nicht möglich. Das ist ja auch nicht möglich gewesen. Gut, das wäre jetzt die erste und einfachste Idee von meiner Seite aus gewesen. Raus da aus der Wohnung. Langfristig muss das sowieso passieren. Ist dir ja klar. Ja. Ne, du kannst ja nicht auf immer und ewig da in der Wohnung von deiner Mutter wohnen bleiben. Wie du dich da hochkriegst und vielleicht Jobs suchst oder weiß ich was, kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Aber was da auf jeden Fall auch noch sehr bedenklich ist, finde ich, ist, dass da so ein Gewaltpotenzial in dir wabert, was ja offensichtlich da jetzt so rausbricht. Und die Ursache ist, vielleicht ist dir der letzte zündende Funke der Zoff mit dem Typ, aber vielleicht ist da noch viel mehr in dir drin, was du bisher so unterdrückt hast. Kann das sein? Ja, das kann gut sein, weil mit meinem Vater, da habe ich früher auch viele Probleme gehabt, der hat mich auch geschlagen und jetzt zum Teil, wenn er mich auf der Straße trifft, dann kommt er auch immer noch her und labert mich dumm an. Vielleicht gibt es auch noch mal ein bisschen Ärger mit ihm. Ja. So, Robert, ich sage jetzt noch mal, dass ich das toll finde, dass du hier angerufen hast. Ich höre auch in deiner Stimme, dass du ziemlich am Ende bist. Jetzt empfehle ich dir ganz dringend, wirklich ganz dringend, dass du dir von außen Hilfe suchst. Jetzt, das war schon der erste Schritt, nach außen zu gehen, nämlich hier bei mir anzurufen. Aber das muss jetzt richtig weitergehen in deinem Leben. Du brauchst jemanden, der dir hilft. Du musst zu jemandem gehen, der Ahnung hat von Psychologie. Du musst zu einem Psychologen, du musst zu einer Beratungsstelle. Damit du nicht noch schlimme Sachen anrichtest, die du irgendwann mal ganz, ganz schwer bereuen wirst. Wärst du dazu bereit? Ja, das auf jeden Fall. Wenn wir dir jetzt sagen, wir werden dir gleich ein paar Adressen an die Hand drücken, da musst du natürlich selbst entscheiden. Da rufe ich jetzt an, dann gehe ich hin. Wirst du das machen? Auf jeden Fall. Mach es. Du tust es für dich. Du ruinierst dir dein Leben noch mehr, wenn du jetzt solchen Mist baust. Stell dir mal vor, du verletzt jemanden, ich habe es gerade dem Skin auch gesagt, du kannst ja auch jemanden ganz schwer verletzen, der vielleicht sein Leben lang dafür irgendwelche Behinderungen von sich trägt. Ja. Kann ja alles passieren, ein falscher Schlag und schon ist es passiert. Du bist wie alt, habe ich gesagt? 20 Jahre ist alt. Ja. Und es darf ja jetzt nicht geschehen, dass das jetzt dein ganzes Leben kaputt gemacht wird. Ich glaube, du hast schon eine ganze Menge eingesteckt in deinem Leben. Dem muss jetzt ein Riegel vorgeschoben werden. Wir werden dich erst mal versorgen mit ein paar anständigen Adressen und Ansprechpartnern. Dann ist es deine Entscheidung, da hinzugehen. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass du dir überlegen musst, das kann ich jetzt hier ein paar Minuten natürlich nicht mit dir, dass irgendwann ein Weg oder irgendwie ein Weg gefunden werden sollte, dass du da rauskommst aus dieser Wohnung. Sage ich jetzt einfach mal nur so, das kann ja im Raum stehen bleiben. Ne? Jetzt legst du auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Die Heide, Robert, wird dir die entsprechenden Telefonnummern und Ansprechpartner geben, okay? Mhm. Dann legst du auf und wir rufen zurück. Okay, danke schön. Toi, toi, toi. Tschüss. Ja, tschüss. Franziska ist hier. Ach, ja, hallo. Hallo Franziska, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich habe mich in der Uhr verguckt. Ja. Wir fangen ganz kurz an und wenn wir nicht fertig werden, machen wir morgen weiter, okay? Ja, okay. Ja. Ja, mein Freund hat gestern unsere Familie zerstört, hat uns verlassen, mein Kind und mich. Wie alt ist dein Kind? Ein Jahr alt. Und wie lange warst du mit ihm zusammen? 2,5 Jahre. Er hat uns für eine andere Frau verlassen. Wegen einer anderen Frau? Ja. Das hat er mir gestern gestanden. Er hat gesagt, er hat sich einfach verliebt, das war nicht geplant, er hat sich einfach verliebt. Und ja. Völliger Schock. Ja. Gar nicht. Völlig überraschend, ich hab's überhaupt nicht erwartet. Ja. Es war alles okay. Und auf einmal kommt er damit. Und nun ist er weg? Ja. Und er ist jetzt bei der Frau? Ja, wir wohnen jetzt noch zusammen. Aber er ist heute Abend zu seiner Freundin gefahren. Ja. Franziska, wir machen das genauso, wie ich es gerade gesagt habe. Ja. Wir beginnen morgen die Sendung mit dir. Ist das okay? Ja, okay. Das heißt, meine Redaktion ruft dich gleich nochmal an, um genau alles nochmal abzusprechen. Ja. Und wir beide unterhalten uns genau an dem Punkt morgen weiter. Okay.
Es tut mir leid, dass das jetzt ein bisschen blöd gelaufen ist. Ja. Aber versprechen, mein Wort, morgen reden wir. Okay. Okay, bis morgen. Danke. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute Nacht. In der Technik war Volker Thake. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Auch wieder mit einer freien Themennacht. Und dann geht es dann auch weiter direkt mit der Franziska, die gerade angerufen hat. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss. Bei Uhr, heute ist Freitag, der 7. Mai, vom Bayerischen Rundfunk, hören Sie nach.